Ich bin zusammen mit Tom unterwegs. Tom ist ein Landwirt aus Ostdeutschland und zusammen wollen wir im Weizen auf Sauen pirschen. Die Sauen sind auch im Weizen zugange, wie man an den Fraßspuren sieht. Doch der Weizen ist in diesem Jahr viel zu hoch, weit über die Hüfte hinaus und somit versuchen wir es am Abend erstmal auf Rotwild. Was für Entfernungsdimensionen mit so einem Skistock möglich werden. Guck mal, das Reh rennt vom Rundbild weg. Jetzt hat zum Scheiß, ich hab mich bewegt. Er hat's genau gesehen. Er hat uns sicher. Alter. Wir machen uns klein. Dann hat's uns auch mich stechen, ich weiß es nicht. Am Ende bekam das Alttier leider Wind von uns, doch Tom kennt ein paar Feisthirsche und möchte mir diese Stelle zeigen. Ob man hier ankommt, hier rein und ich durch.
Ja, also ich bin zusammen mit Tom unterwegs. Wir wollen morgen zusammen Kidsrettung machen und wollen das auch so, ich will das ein bisschen filmen, besser gesagt. Und jetzt sind wir unterwegs und schauen ein bisschen nach den Schweinen, Böcken, Rotwild, was halt so vorbeikommt. Der Tom ist hier gerade im Hintergrund. Wir sind eben schon in einen Rudel reingerannt, das war ziemlich spannend. Und jetzt wird es eigentlich so Richtung Dämmerung. Und vielleicht kriegen wir noch ein Schwein, oder? Guck mal, ich zeig euch mal den Tom hier. Kommt der Tom. Hallo Tom. Hi. Was soll ich das sagen? Und kein Kalbfall. Tja, der Wolf. Meinst du alles Bachen oder? Allerdings ist das, wo sie jetzt stehen, noch nicht unser Revier. Wir müssen noch so 100, 150 Meter nach rechts. Also, das ist nicht dein Revier, Tom, ne? Reviergrenze. Oh, die gescheckte Bache da. Aber ein paar Schläge weiter haben wir beim Durchfahren eine Rotte gesehen und pirschen nun zurück an sie heran. Warte kurz, ich... Ist sie so weit? Ja. Hier ist die gescheckte, die dritte von rechts. Okay. Geschlossen. Kugelschlag war, ne? Ja. Ich war gut drauf. Und eigentlich war es, also... Dann passt das auch. Ich hab geguckt, die war so 20 Kilo schwer. Da hätten eine gescheckte mit, ne? Aber waren mehrere, meine ich. Okay. Wo hast du recht, die dritte von hinten oder so, ne? Die. Ja. Die Pulka ist letzte. Auf war ich und für mich war auch ein Kugelschlag zu hören. Also. Ja. Warte. Ja, Tom, dann haben wir doch noch Weidmannsthal gehabt, ne? Die erste Sau mit Schalldämpfer. Weidmannsdank. Schöner Überläufer, keiner. Und was sagst du dazu zum Schalldämpfer-Schießen? War ja für mich eine ganz neue Erfahrung. War mein allererster Schuss mit Schalldämpfer, vorher noch nie gemacht. Und lässt sich natürlich super angenehm schießen und der Kugelschlag war einfach blitzsauber zu hören. Ja. Das ging richtig gut. Ja, leider nicht mehr das beste Licht, aber es ist eine weißbunte, ein weißbuntes Keilerchen. Weidmannsthal. Weidmannsdank. Und in echter Landwirt-Manier wird das Keilerchen am John Deere aufgehangen und sauber aufgebrochen. Und dann geht es zeitig ins Bett, um am nächsten Morgen auf Kidsrettung zu fahren. Zu gegebener Zeit wird es dazu ein Projekt geben. Dennoch möchte ich ein paar Eindrücke davon mit euch teilen.
auf, haben wir jetzt noch einen Bock entdeckt auf dem blanken Acker. Und den versuchen wir jetzt von der Rückseite mit passendem Wind anzugehen und uns den mal genau anzuschauen. Tom ist schon bereit. Wenn wir es richtig sauber machen wollen, dann müssen wir ein bisschen mehr von links. Aber auch nur schwer zu sehen gerade. Also ich denke auch, es ist ein Jährling. Ja, zweijährig wäre es natürlich ein geiler Bock. Ist ein bisschen verstellt. Als Landwirte mit Eigenjagd verspürt die Familie von Tom nicht den Druck, jeden Bock unbedingt schießen zu müssen. Und schließlich sollten wir auch gar nicht so weit davon entfernt den nächsten, etwas besser passenden Bock finden. Der Bock sitzt auf 150 Meter in der Wiese, eigentlich ausreichend für einen Schuss, doch wir wollen es auch etwas spannend haben und pirschen uns durch den Wald näher heran. Euch schrecken. Ja. Ja, sauberer geht's nicht, Wettmannsheil. Wettmannsdank. Spannende Bursch. Bisschen Teamwork. Das war jetzt aber wirklich spannend am Ende, wa? Ja. Aber blitzsauber rangekommen. Das andere springt direkt ab. Ja.
schön im Knall gelegen, wunderbar. Ja. Das war ja noch vor dem Busch da, ne? Ah, so 70 Meter sagt der Entfernungsmesser. Ja. Gute Entfernung. Aber ich habe ihn genau gefasst, wie ich ihn haben wollte, dass er so einen schönen... Macht Spaß mit dem Schalldämpfer, ne? Ja, das schockt wirklich, das ist echt geil. Gucken wir es mal an, ne? So machen wir das. So ein vernünftiger Bock. Das hat geklappt. Ja. Auch gut, dass wir noch näher rangegangen sind, hat echt Spaß gemacht. Den ganzen noch ein bisschen in den Reiz verlangen. Ja, wollte ich gerade sagen. 140, 150 Meter kannst du ausschießen, aber es ist einfach spannender, dich ganz wild zu kommen. Ne? Hat geklappt hier aus dem Werbung. Auch dass du nochmal angeschreckt hast, wunderbar. Aber noch ganz schön grau, finde ich hier, ne? Richtig noch viel Winterhaar hier. Ja, hast du recht. Muss richtig rausgucken hier, tatsächlich. So, aber wird ein dreijähriger Bock sein. Ja, denke ich auch. Guckt aber. Was, ja. Super dreijähriger Abschlusspack, ne? Echt gut. Top. So einen haben wir gesucht. Und so einen suchen wir weiter. Geschossen und wir gehen jetzt dahin, wo wir gestern Abend in das Rudelrupfwild gelaufen sind. Mal noch gucken, ob wir einen Spießer kriegen oder nicht mal hier noch. Und ich freue mich auf jeden Fall. Hier hinten auf der Pläne, da steht schon Rotwild auf gut 600 Meter, drei Stück. Also wir sitzen jetzt schon, ich weiß gar nicht, ein, zwei Stunden, zwei wahrscheinlich. Und es ist ziemlich ruhig, am Kalb vorne sitzen, aber kein Alttier dazu. Dann kam ein Schmarrn raus hier links. Aber das war es auch. Also überlegen wir uns auch, ob wir gleich noch Strategiewechsel. Tom nickt. Gleich gucken wir nochmal in den Feldfrüchten wahrscheinlich. Und Hauptsache, ob man Sau steht. Weil hier bis in die Pumpen sitzen ist auch sinnlos, ne? Ja. Dann schießt du noch irgendwas und läufst in einen Stadt rein. Nein, das machen wir nicht. Ja, ja. Das hat keinen Sinn. Entweder bei Tageslicht oder gar nicht. Aber eine schöne Ecke. Schön gesessen. Ja. Bei der abschließenden Tour durchs Feld entdecken wir wieder reichlich Schwarzwild, leider auch an Stellen, die wir windbedingt gar nicht angehen können.
Doch kurz vorm Dunkelwerden, auf dem letzten Schlag, steht dann noch ein Sprung Rehe und eine Rotte Sauen. Viele Rehe und Sauen. Jetzt lässt Tom mir den Vortritt, auch die Chance zu bekommen, ein Wildschwein zu erbeuten. Gar nicht so leicht, denn die Lupine ist zwar nicht so hoch, aber wir sehen im Fernglas Frischlinge. Deswegen müssen wir ganz genau ansprechen, was wir hier vor uns haben. Und natürlich steht hier auch immer wieder Rehwild im Schussfeld oder die passenden Sauen nicht ganz frei. Vielleicht auch der Schwatte da, der zweite von links. Sah welchen ja. Was mit dem ganz links? Der hinten links. Ich sehe es nicht ohne Fernglas, du entscheide selber. Repetieren. Ja, möchte ich sagen. Der passt noch, der stehen bleibt. Ja. Pass auf, vor der Waldkante haben wir vielleicht nochmal. Ja. Nee, keine Chance mehr. Ach, nur der Dicke ist stehen geblieben. Ja. Oh, vielleicht kommen die Frischis. Die Bach hat gewartet, ne? Ja. Wir haben eben unseren Sitz verlassen und haben es ein bisschen aufgegeben mit dem Rotwild. Sind jetzt hier durch die Feldfrucht gefahren und stand auch prompt. Zum einen ganz schön Sprung Rehe und aber auch Saunen dazwischen in der Lupine. Und da haben wir uns jetzt den kleinsten, oder ich habe mir den kleinsten rausgepickt und lag auch im Knall. Und dann gehen wir jetzt fix hin, ne? Das hat gut geklappt. Bleibt man Zeit. Bleibt man Zeit. Tipptopp. Ja. Astreines Schwein, auf jeden Fall. Perfekte Größe. Was hat er? 20 kann er haben. Maximal. Ja. Wir sagen 15 sogar. Könnte auch sein. Aber. Auf jeden Fall auch gar nicht so leicht, den über den Schießstock auf die Distanz zu schießen. Wollte ich gerade sagen, das war schon. Perfekter Blattschuss. Super Schuss. Aber ich denke, wir haben alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. So, das ist eine Mücke da, pass auf. Ja. Jetzt bergen wir schnell, würde ich sagen. Und dann. Ja, Licht wird schon eng, ne? Aber. Ja, ich glaube, noch einen schaffen wir. Vielleicht stolpert uns noch eine über den Weg, aber. Von Büffelfänger. Halt mal Zeit. Halt mal Zank, ja. Perfekt. Das freut mich. Richtig, richtig gut. Freue ich mich wirklich. Erste Sau dieses Jahr. Ja, stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Und schön vernünftig klein gestapelt.
Und so gehen intensive 24 Stunden Jagd und Filmen mit einer passenden Frischlingsbache zu Ende. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Tom, für deine Gastfreundschaft. Und ich bin gespannt auf das, was zukünftig noch vor uns liegt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Weidmannsheil und bis zum nächsten Mal.